Was geht ab, Freunde? René von Viel FIFA und Gaming TV hier und herzlich willkommen zum 5. GTA 5 Online Let's Play. Ja, meine lieben Freunde, wir sind wieder im Online-Modus. Wir haben gerade eine Einladung bekommen zu einem Radrennen. Da nehmen wir mal teil, Freunde, würde ich mal sagen. Ein Radrennen haben wir noch gar nicht gemacht. Bin ich mal gespannt, wie das hier so ist. Ein schönes Radrennen. Ja, bisher ist da nur einer drin. Super. Wie auf Schienen heißt es. Radrennen. Erforderlicher Rang 8. Ich bin Rang 7. Komisch. Ja, wir waren in der letzten Folge, glaube ich, Rang 5 gewesen. Ich habe ein bisschen mit ein paar Kollegen online gezockt. Und ja, jetzt bin ich Rang 7 geworden. Habe mich mal ein bisschen schlau gemacht über den Modus hier, Online-Modus. Jetzt verstehe ich auch schon einiges viel, viel mehr. Ja, auf jeden Fall ist das jetzt hier ein 1 gegen 1. Oh, Rad. Ich dachte, das wäre ein Autorennen mit Rädern. Wen nehmen wir denn? Boah, das ist ein ganz schön geiler Wagen. Seid mal ehrlich, Freunde. Aber ich finde, der ist irgendwie am besten. Der erste. Der hier. Ja, der denke ich mal, oder? Boah, der ist auch nicht schlecht, dieser. Der ist gut, Alter. Der hat eine Rift. Warum heißt es Pink, Alter? Den nehmen wir richtig geil. Renngelb, Alter. Renngelb. So. Ja, der Affe hat die gleiche Lederjacke an wie ich. Der denkt, wäre cool, der wäre schwarz mit Lederjacke. Und so läuft bei ihm. Ja, unser ist irgendwie viel cooler. Guck mal, was für eine enge Hose der anhat. Junge, Junge, Junge. Wird fortgesetzt in 25, 24, 23, 22, 21. Augenblick. So. Ja, wir müssen jetzt kurz warten, bis das Rennen beginnt mit den Fahrzeugen. Auf jeden Fall dieser eine Spielmodus, ich habe jetzt gerade den Namen vergessen, aber ich weiß jetzt, welcher Spielmodus ich meinte mit dem 3 gegen 3. Drei Jets gegen drei Fahrzeuge und die müssen zu einem bestimmten Ziel kommen. Ich weiß auf jeden Fall jetzt, wie der Spielmodus heißt, aber habe ihn jetzt gerade vergessen. Oh Mann. So, jetzt geht das Rennen los. Rennen wie auf Schienen. Bin mal gespannt. Wir werden bestimmt verkacken, Freunde. Es gibt ja hier so einen Schnellstart. Da muss man genau zwischen 1 und 0 das Gaspedal drücken. Muss man genau darauf achten. Komm. Eins. Jetzt. Ah, oh Mann, der hat den Schnellstand geschafft. Ich aber nicht. Aber guck mal. Oha. Oh, Platz hier, du Sack. Der ist hinter uns, Freunde. Der ist hinter uns. Komm, komm. Wir sind schneller. Wir sind schneller. Wir packen das. Boah, ist richtig geil mit dem Motorrad zu fahren. Ich liebe das in GTA. Oh, oh, der kommt von der Seite. Hör mal. Shit. Oh, oh, der ist hinter uns, Mann. Der will uns überholen. Der ist schnell. Oh. Oh oh, der kommt, scheiße! Nein, der hat uns überholt, Mann! Was hat der für eine schnelle Karre? Hat er überhaupt den gleichen wie wir oder hat er einen schnelleren? Nee, mach mal Platz hier. Ha, gebe ich dem, Alter, ich hab den fast umgedreht. Windschatten für 5 Sekunden, was heißt das denn, Mann? Weil wir den umgehauen haben, oder was? Scheiße. Ich glaube, man darf die Gegner nicht berühren, sonst kriegt man so eine Art Strafe. Ist wie bei der Formel 1, da darf man die Gegner auch nicht berühren oder umdrehen. Kaka, der ist da hinten, aber der hat 5 Sekunden. Oh oh. Kommt er noch? Ich sehe den gar nicht mehr da hinten. Haben wir den wohl richtig umgedreht mit dem Trick hier. Ja, einmal von der Seite. Bam, rein damit. Aber ich finde irgendwie, Motorradrennen macht mir mehr Spaß als normales Rennen. Oh, scheiße. Boah, Junge, habe ich jetzt ein Glück gehabt, ey. Boah. Wo ist der Typ denn? Ich sehe den gar nicht mehr. Hat der... Aber egal, der hat ja einen Vorsprung von 5 Sekunden, weil wir den einmal sozusagen umgedreht haben. Ich sehe den gar nicht auf der Karte. Egal, scheiß auf den. Wir sind schneller als der. Wir packen das. Der, oder der ist beleidigt wie eine Leberwurst. Zieh durch, Digga. Zieh durch. Oh, Motorradfahren macht echt Bock auf jeden Fall. Die sind so geil lenkig irgendwie. So geil beweglich. Zack, zack. Links, rechts. Links, rechts. Links, rechts. Jetzt bringen wir wieder links ab hier. Einmal eine schöne Runde. Woo, 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 woo. Ja, von uns kann nichts kriegen. Der Sack, Alter. Der hat echt gedacht, er hat eine Chance genommen. Ah, ist das Ziel auch schon direkt vorbei, Freunde. Aber der hat 5 Sekunden Vorsprung. Deshalb müssen wir gucken, ob wir das schaffen. 5 Sekunden, glaube ich, waren das. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, wir haben gewonnen, Freunde. Ja, guck mal, der kommt erst jetzt an. Ja, wir haben gewonnen. Oh, wir haben Rangpunkte 825 bekommen. Ja, haben wir den abgezogen. Hier ist noch Mittelfinger. Yeah. Denkst du auch, du hast eine Lederjacke, ne? Willst du uns die nachkaufen? Scheiß kriegst du nachkaufen. So. Wir haben. Hat doch nicht gezählt mit diesen 5 Sekunden. War, glaube ich, ein Fehler. So, erstmal Y drücken für gefällt mir, damit das schneller vorangeht hier. Der Typ soll mal weiter drücken, Mann. Wie auf Schienen. So. Was ist das denn hier? Ne, ich habe keine Lust, hier nochmal ein Rennen zu machen. Wir gehen nochmal in den freien Modus. In den freien Modus, immer. Nee, nee, nee. Wir fahren auch nicht nochmal hier. Ich hab keine Lust nochmal zu fahren. So, jetzt lädt es hier schon wieder. Ja, Freunde, ich versuche auf jeden Fall jetzt mal diesen
Modus zu finden, aber ich wurde da bisher immer nur eingeladen. Ich habe den nie auf der Karte gefunden, wo drei Jets gegen drei Fahrzeuge antreten müssen. Ich weiß echt nicht, wo man den starten kann, ey. Hm, egal, wir schauen einfach jetzt mal. Wenn du kein Spielverderber bist, wirst du immer wieder Belohnungen erhalten. Ich bin doch kein Spielverderber, ich habe doch das Level zu Ende gemacht. Boah, ist ganz schön dunkel hier gerade. Moment, wir machen mal Pause und schauen uns mal an, wo wir... Was ist das denn hier für ein Totenkopf? Team Deathmatch. Hm, sollen wir mal da hingehen, Freunde? Ein schönes Deathmatch-Spiel ist direkt hier um die Ecke. Ja, machen wir mal, komm. Einmal Team Deathmatch, schadet nie. Rückwärts, geradeaus fahren und dann direkt links, rechts. Landrennen. Ich wurde wieder eingeladen von diesem Typen da. Nee, fahr mal alleine da Landrennen. Sag, einmal rechts abbiegen und da sind wir auch schon. Biolabor. Jobs können nur zu Fuß ausgelöst werden. Ja, ich bin da schon da. Bin mal gespannt, ob jetzt hier genug Spieler da sein werden. Beitreten. Wir wollen natürlich beitreten. Wir wollen nicht irgendwo hier hosten. Dann kriegen wir ja gar keine Spieler ab. Come on. Super, da ist ja einer schon. Istekenu Popotuku. Alles klar. Oh Mann. Aber hier sind keine anderen Spieler drin. Hör mal. Was ist denn hier los? Oh, meine Güte. Leck mich doch am Arsch, ey. Der Online-Modus geht mir langsam hier auf den Sack, hör mal. Ja, wir beenden das mal. Das geht mir auf die Eier. Es ist aber echt so. Was soll der Scheiß? Und jetzt ist auch noch unser Auto weg, oder was? Nee, das wird da vorne geparkt. Sehen wir ja auf der Karte. Orte, an denen du Darts spielen und dich im Armdrücken messen kannst, werden jetzt auf der Karte. Geil, wir können Armdrücken, Freunde. Alter Bulle. Sollen wir den mal schlagen? Aber es ist so schwer, die Cops hier loszuwerden. Egal, komm, wir schlagen den mal. Meinst du, der ist tot? Oh, oh, scheiße, jetzt holt er seine Knarre raus. Ja, natürlich, direkt die Knarre rausholen, ne? Natürlich, direkt die Knarre rausholen. Hier. Bist ja hier wohl ganz alleine, ne? Bist ja ganz alleine hier. Der Arme. War der ganz alleine hier, hat gedacht, der kann uns hier verarschen, oder was? Direkt eine Pistole rausholen für 1 gegen 1, ey. Immer diese Cops, die sich nicht mit der Hand wehren können. Oh, da kommt ein Gegner von vorne, 2 Stück. Egal, Freunde, wir fahren auf Amok mal den Berg schnell hoch. Oh, scheiße, fail. Oh, die Bullen kommen, ich sehe schon 2 Autos da vorne. Ja, die haben uns gesehen. Shit, schnell weg hier. Schnell über die Berge weg hier. Oh, jetzt haben wir noch 2 Sterne, mein Gott. Ich habe ja gehört, im Online-Modus ist es noch schwerer, die Bullen loszuwerden, als im Offline-Modus. Kacke. Haben wir wohl verkackt, Freunde, würde ich mal sagen. Egal. Da kommen uns noch entgegen. Ja, Lappen. Hat er gedacht, er kann uns hier eine Straßensperre machen hier. Ja, jetzt haben wir noch eine chillige Verfolgungsjagd mittendrin. Ah! Habe ich die Kurve noch perfekt bekommen. Die verfolgen uns, die Säcke, aber die kriegen uns nicht. Wir sind zu schnell. Wir haben auch voll die coole Karre, finde ich. So, das ist unser eigenes Auto. Das hat, glaube ich, jeder, der das Spiel zuerst startet. Oder jeder kriegt eine Zufallskarre. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall müssen wir mal ein bisschen Cash machen. Cash Money Brothers. Ich wurde eingeladen. Coole... Was? Coole Meth-Ode. Einladung, coole Meth-Ode. 1 bis 4 Spieler. Bist du sicher, du musst $500, um ein Fahndungslevel loszuwerden, bis einer. Ja klar, mach mal $500, scheiß drauf. Als ob ich jetzt nochmal hier die Bullen loswerden will, die Säcke. Die sind dann noch schwerer loszuwerden als im normalen Modus. Ja super. Coole Meth-Ode. Jetzt wurde ich hier eingeladen und sind keine Gegner, oder was? Schwierigkeit normal. Vielleicht kann man die auch alleine spielen, die Mission. Einstellung bestätigen. Schnellstart. Schnellstart, okay. Spieler werden eingeladen. So, bin mal gespannt, ob jetzt hier ein paar Leute reinkommen. Guck mal hier, wie unser Charakter aussieht. Seht ihr das? Der hat an der, wie soll ich das sagen, so fast an der rechten Schulter. Also voll den Blutstreifen, ne? Oh, da wurden ja Leute eingeladen, super. Lump Chill, Total Car, Mystic, E Arnhem, Terra Control, Light Eye House. Oha! Was ist denn hier los? Wurden auf einmal voll viele Leute eingeladen. Wurden auf einmal alle eingeladen. Super, geil. Bin ich mal gespannt, was das hier ist, ey. Spieler werden eingeladen. Gerätezugang, Flugzeug. Im Social Club kannst du Crews erstellen und beitreten. Nee, wir wollen keine Crew erstellen. Höchstens, wenn wir mal mit euch spielen, Freunde. Wenn ich mal mit euch spiele. Ja, wie lange werden die denn eingeladen, ey? Meine Güte, Freunde, das geht mir hier auf den Sack, Alter. Geht mir echt auf den Sack. Spieler mit ähnlichen Fähigkeiten. Egal, Freunde, ich melde mich gleich wieder, wenn wir halbwegs mal hier fertig im Spiel sind, ne? Bis gleich. So, Freunde, da ist das Spiel jetzt direkt mal angefangen. Es geht jetzt hier los. Wir sollen das Wohnmobil stehlen. Alles klar. Voll die geilen Karren hier auf jeden Fall. So.
Und das ist jetzt gerade eine Mission, hier sind 4 Spieler drin. Es wurden ja gerade so viele angezeigt, aber da können maximal nur 4 Spieler an dieser Mission teilnehmen. Ich markiere mal diese Stelle auf der Karte. Wir sollen das Wohnmobil stehlen. Wo ist es denn? Da hinten ist es. Zack, markieren. Und dann fahren wir jetzt mal dahin. Warum kommen die anderen Leute denn nicht nach? Muss ich das verstehen? Sind die bescheuert oder was? Ja, mal, gib bitte wohl nicht. Das ist auf jeden Fall eine Mission. Das ist jetzt kein Online-Spielmodi. Es ist so eine Mission, die man online mit mehreren Leuten zusammen machen kann. Halt wie eine Kampagne, nur jetzt online mit mehreren. Ich verstehe nicht, wo die bleiben, die Säcke. Wollen die mich das hier alleine machen lassen? Egal, kriege ich am meisten Kohle. So, nehmen wir unsere Abkürzung, Freunde, ne? Hier einfach mal zack, bam. Oh, scheiße. Ich dachte, da kann man durchfahren. Fuck. Ich glaube, wir haben jetzt eine Arschkarte, weil wir nicht mehr hier rauskommen, oder? Oh, oh. Oh, Mann, wir kommen hier nicht mehr raus. Leck mich doch am Arsch, Alter. Nee. Da ist ein Auto. Wir müssen einmal umsteigen, Freunde. Zieh durch, mal. Da vorne ist ein Auto. Spring, spring, spring. Komm, komm, komm. Ja, ja, komm, komm. Den kriegen wir. Perfekt, haben wir noch bekommen. Hat uns zwar angefahren, der Sack, aber egal. Scheiße, Mann. Alle jetzt mit so einer geilen Karre, Alter. Und ich komme jetzt hier mit so einem Ford Panda oder was das ist hier, ey. Meine Güte, shit. Guck mal, der Affe schießt direkt auf mich. Ist das ein Sack? Wollte mir die Reifen platt schießen. Ein Motorrad wäre natürlich cooler, so ein Quadbike. Immer Platz. Oh, die sind zu zweit im Auto. Ist in der Karte, kann man das sehen. Ey, scheiße, Mann, sind die vor mir da. Jetzt kriegen die schön mehr Kohle, die Säcke. Weil ich da so einen scheiß Unfall gebaut habe. Als ob der da nicht mehr rausfahren könnte. Da kriege ich zu viel immer. Na, Platz mit deinem Truck da, Alter. Der voll im Truck. Das gehört mir, das Wohnmobil. Steigt da ein, Mann. Will er mich verarschen? Zack, gehört mir das Wohnmobil. Ich liefere das Wohnmobil zum Treffpunkt. Ja, super. Geile Mission. Karre abholen, Karre wieder zurückfahren. Oh, wir werden aber verfolgt, glaube ich, hier. Oh, von so Autos. Super. Egal, soll nicht mal schön. Was ist das mit dem Himmel los, Alter? Aua, das tut dir in den Augen weh. Das ist ja voll lila, ey. Alter, ey, das tut mir voll in den Augen weh irgendwie. Ja, auf jeden Fall einfache Mission. Einfach hier das Wohnmobil klauen und dann zum Treffpunkt. Ast rein. Locker easy. Ja, Freunde, es gibt ja auch voll viele Cheats im Online. Nicht Cheats, aber so Sachen, wie man schneller an Geld kommt oder schneller levelt. Ich weiß nicht, ob ich das machen soll, aber schreibt es mal in die Kommentare, ob ich sowas machen soll oder nicht. Damit wir schneller leveln oder sowas. Aber mir wäre eigentlich lieber, wenn wir uns das alles selbst erarbeiten, hier mit den Missionen und so weiter. Also ohne Geld-Cheats und so weiter. Schreibt es trotzdem mal in die Kommentare, was ihr davon hält, ob ich Cheats anwenden soll oder diese Tricks beziehungsweise oder nicht anwenden soll. Man kann ja auch dadurch gebannt werden, ne? Was ist denn mit dem Himmel los? Und das wäre ja auch ein Risiko, wenn wir das jetzt machen, dann wären wir gebannt und haben wir die Arschkarte gezogen. Oh oh. Scheiße, Mann, was ist denn mit dem Himmel passiert? Hab ich auch noch nicht gesehen, ey. Junge, so sieht doch kein Sonnenaufgang aus. Sieht aus wie the day after tomorrow, ey. Junge, Junge. Guck mal, hier ist alles schön blau und hier auf einmal rot, auf einmal Supernova hier. Alter, kriegt man da echt Angst. Was ist denn da los, ey? Junge, Junge, Junge. Also sowas passiert ja nur, wenn ich spiele. Ach du Kacke, guck mal in den Himmel. Das sieht aus, als ob da jetzt gerade Genki Dama von Sangoku da auf die Erde kommt. Das weiß ich, ey. Das Wohnmobil wurde von viel FIFA 7 abgeliefert. Mission bestanden. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft, Freunde. Wir kriegen, boah, $5000 für den Job ist viel. 1000, juhu, Level 8. Wir sind aufgestiegen. So schnell geht's, Freunde. So schnell geht's. Zack, zack, Level 8. So, jetzt lädt das hier noch. Gefällt mir. Drück mal alle Y, damit das schneller geht hier. Boah, der eine ist schon Level 76. Der hat bestimmt gar nicht gecheatet, ne? Gar nicht. Hat gar nicht gecheatet. So, stimmen wir den nächsten Job ab. Deathmatch. Mission, Fallschirmsprung. Fallschirmsprung, Rennen. Überlebenskampf. Freier Modus klicken alle. Ich fähr mal für ein Rennen hier. In der Alamose. So, was passiert jetzt? Jetzt lädt er schon wieder. Laden, laden, Osama bin Laden. Oh, jetzt bin ich hier allein im Rennen, super. Kein Schwein ist hier. Nee, nee, da gehen wir mal raus. Beenden. Ja, wir wollen den Job beenden. So. Sitzung wird beendet. Meine Güte, ey. Ach. Aber wie kann ich jetzt diesen Spielmodus spielen, wo ich gesagt habe, wisst ihr, Freunde, mit dem 3 Helikopter bzw. 3 Jets gegen 3 Autos und wir müssen mit den Autos zu einem bestimmten Ziel hinfahren. Wisst ihr, wie das geht? Wenn ja, schreibt es mal bitte in die Kommentare. Weil ich finde die Mission irgendwie nicht. Und es lädt die ganze Zeit hier. Oh mein Gott, ey, dieser Online-Modus. Ich will euch jetzt nicht hier nur so lange warten lassen. Ich will nämlich spielen.
Spielen! Ladevorgang, Ladevorgang. Juhu, es ist endlich fertig geladen. Aber ganz schön langsam, wie es lädt. Ja, zeig die Mittelfinger. Wenn du kein Spielverderber bist, wirst du immer wieder Belohnungen halten. Alles klar, du bist in Ordnung, hat Gerald geschrieben. Wir haben ja für den gerade diesen Job erledigt mit diesem Crystal Meth Kack da. Wir machen einfach mal Pause. Nee, wir machen mal so. Zack. Im Handy. Schneller Job. Zufälligen Job, Deathmatch beitreten, Mission beitreten. Bist du sicher? Ja, wir treten meiner Mission zufällig bei. Bist du sicher? Dann kommt jetzt irgendein Spiel, wo wir reinkommen, da sind auch schon Spieler drin. Und wir müssen dann nicht irgendwelche Sachen hosten auf der Karte. Weil das dauert dann alles viel zu lange. So sind wir dann direkt im Spiel drin. Das finde ich besser auf jeden Fall. Oh, wie lange lädt das denn nochmal? Kannst du schon Beatboxen hier. So, was ist das denn hier? Aha, eben komme ich am Rockfeld vorbei und was steht da? Ein etwas unsererherrlichender Lebensstandard, ein Premium Deluxe Top Automobile. Super, der Sack ist abgehauen. Der soll mir noch die Eier kraulen, ey. Warum haut er denn ab? Weiß, ich komme extra rein, um mit dem eine Mission zu starten. Und der Affe verlässt die einfach. So, wo sind wir denn hier gelandet, ey? Oh, ich glaube, das ist hier, wo der Bugatti ist, Freunde. Und das war direkt unsere Karre, das gibt es doch wohl nicht. Wir sind hier, wo der Bugatti ist, aber der Bugatti ist nicht da. Scheiße. Da würde ich mal alle knallen, hier, die Weiber. Warte mal, vielleicht kann man die ja mitnehmen, ey. Boah, Junge, Junge. Guck mal, was für ein Playboy ich bin. Ich komme hier hin. Bock zu knallen? Bock zu knallen? Warum guckt die mir? Guck mal, die gucken mir voll in die Augen. Ich weiß, du willst meinen Pimmel. Komm, steig mit mir ins Auto. Hallo. Jetzt rennt die weg, Alter. Egal, sieh mal ein bisschen, wie der Arsch wackelt. Zack, zack, links, rechts. Bitch, Alter. Boah, die ist aber, komm, wie der steht schon mal. Ey, oi, oi, oi. Oi, oi. Hallo? Was denn mit dir? Warum, was ist denn los mit denen, Mann? Wackel Arsch, wackel links, wackel rechts. Hier. Bam. Schön mal, $17 kassiert. Alter, was ist das für ein geiler Laden hier? Da können wir leider nicht rein. Sieht voll geil aus da drin. Guck mal, der Typ haut ab. Er hatte Angst. Der Typ hat uns eine SMS geschrieben. Mein Freund, glaubst du wirklich, deine Fahrzeuge wären sicher, wenn du sie in deiner Stadt einfach auf der Straße parkst? Du solltest dir mal überlegen, dir eine Garage zu kaufen, damit dir die Leute nicht einfach dein Eigentum stehlen können. Okay. Ja, das ist ja scheiße, wenn uns einer unsere Karre klauen würde. Oh Mann, ich... Wie können wir diesen scheiß Job hier machen, Mann? Das geht mir so auf die Eier hier, ne? Wir machen wieder zufällig im Job beitreten. Mal gucken, was jetzt kommt. Ja, aber lasst uns überraschen, Freunde. Eine Mission geht auf jeden Fall noch. Aber ich habe schon versucht, guck mal, davor hier mal ein bisschen herauszufinden, was so abgeht. Aber überall gibt es nur Missionen auf der Karte. Team Deathmatch, normale Deathmatch oder Rennen. Aber diesen einen Spielmodus, den finde ich... Oh, ja, chillig. Hier, Landrennen mit 8 Leuten, perfekt. Ja, das ist doch super, Freunde. Endlich haben wir mal was Gutes hier gefunden. Ich glaube, das ist besser, wenn wir immer so zufällige Jobs machen. Die Rundstrecke für Autos und Motorräder führt dich durch das Weinau-Gebiet von San Andreas. Vom breiten Green Ocean Highway geht es über eine Landstraße durch die Tonga Hills, Gumash und den Banman Canyon und wieder zurück auf dem Highway. Alles klar, wollen wir direkt anfangen. Ja komm, Digga, warum startet das Spiel nicht? Sind alle beigetreten? 20 Sekunden müssen wir sonst noch warten, ey. Meine Güte, Landrennen. Ich verstehe das nicht mit diesem erforderlichen Rang. Es steht ja, wisst ihr das, Freunde? Es steht da immer erforderlicher Rang, zum Beispiel Rang 20, ich bin Level 8 und kann trotzdem spielen. Hä, wo ist da die Logik, Alter? Das ist die Rockstar-Logik. Warum Controller anschließen? Was ist denn jetzt los? Mein Controller geht immer wieder aus. Immer diese scheiß Batterien von Aldi, die 10 Tage halten, ey. Ja, starte doch mal das Rennen. Ja, Sitzung wird gestartet. Es geht doch, Freunde, es geht doch. So, Fahrzeuge. Welche nehmen wir denn? Brauchen irgendeiner, der eine gute Geschwindigkeit drauf hat. Moment. Ja, der ist okay. Ich finde den nicht schlecht. Diesmal nehmen wir mal blau. So, alles klar. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Guck mal, die ganzen Affen, wie die aussehen, Alter. Einer schwuler als der andere. Ich finde da echt keinen, der gut aussieht, finde ich, oder? Guck mal, wir sind extra so von der Seite, weil wir viel besser aussehen als die. Bereit zum Spielen. Scheiß auf Wetten, wir wollen direkt anfangen, Freunde. Unser hat irgendwie ein bisschen was von Kollega, so der Bart. Irgendwie, keine Ahnung.
Es ist Kollege der Boss. Ja, jetzt geht's jetzt los. 1-0. So, jetzt beginnt das Rennen endlich mal, Freunde. Ja, heute haben wir leider nur zwei Rennen geschafft und eine Mission, aber ja, ich... Keine Ahnung, es ist echt komisch in diesem Online-Modus. So, jetzt geht's los, Alter. Mit 8 Leuten ein Rennen habe ich noch nie gefahren, Freunde. Das wird sau viel Spaß machen. Jetzt geht's los, komm. Wir müssen diesen Schnellstart hinbekommen. Jetzt. Haben wir den geschafft? Ich glaube schon. Ha, was ist denn mit dem passiert? Springt einfach vom Auto runter, vom Motorrad. Und wir sind Erster, Alter. Wir sind Erster. Und die ganzen Säcke hinter uns. Oh, oh, wir wurden überholt. Kacke. Warum hat der Idiot denn das Rennen im Regen gemacht? Kacke, Alter. Ja. Hast du gesehen, hat er mich voll runtergerammt, Mann. Gibt's hier für keine Strafen oder so? Was für ein Pisser. Was für ein Affe. Egal, wir rammen den hier runter, der vor uns ist. Hier. Boah, Junge, fast runtergefahren. Habt ihr das gesehen, Freunde? Jetzt. Hier. Der Affe, Alter. Warte, den kriegen wir jetzt von der Seite. Hier. Oh. Alter, es ist ja... Ist, ah! Scheiße, Mann, wir sind tot wieder. Boah, Freunde, ich wusste gar nicht, dass man so die Autos vom Bike runterhauen kann. Da würde ich mal verpissen, ey. Weh, der rammt mich jetzt. Oh, jetzt kommt so eine starke Linkskurve, Alter. Fuck! Ja, geil, Alter. Geil! Geil, Freunde. Geil. Guck mal, wo wir runtergefahren sind, ey. Egal, da sind auch andere, die nicht durchs Ziel gekommen. Boah, Mann, jetzt müssen wir auch noch wieder zurückfahren. Leck mich doch. Boah, ey. Was für Affen, Mann. Die sollen einfach normal hier Rennen fahren und mich nicht runter von der Karre rammen. Das ist doch kein Autorennen. Das ist Betrug. Betrug, hör mal. So ein Sack hier. Oh, Mann. Egal, komm, wir ziehen durch. Jetzt biegen wir hier rechts ab. Boah, gegen Auto geknallt. Super. Was soll das denn? Mal ist fährt da unter der Map, die Karre da. So, jetzt fliegen wir hier direkt wieder längs ab. Komm, vielleicht kriegen wir noch irgendeinen. Wir sind letzter, glaube ich. Alter, wir sind Position 8 von 8. Das ist ja peinlich, ey. Aber wir wurden ja auch von Auto runter, von der Karre runtergerannt. Wir kriegen locker noch einen, Freunde. Ich bin ein guter Fahrer. Ich schaff das schon. Guck, da haben wir auch schon den ersten. Sind auch schon Rang 7. Perfekt. Komm, da vorne sehe ich schon den Rang 6. Den kriegen wir auch noch. Einfach durchziehen. Warum hat der Typ überhaupt Autos eingestellt mit Gegenverkehr? Das fuckt total ab hier. Ja, geil. Fliege. Voll unter der Brücke geknallt. Super. Scheiße. Und jetzt sind wir wieder Achter. Ast rein. Oh, Mann, ey. Leck mir doch die Klöten, Alter. Freunde, dieser Online-Modus, ey, der macht mich total echt aggressiv. Weil ich will einfach nur dieses Spielmodus spielen. Ich will den Spielmodus spielen, Dieb gesucht. Oder dieses eine 3 gegen 3, 3 Jets gegen 3 Fahrzeuge. Aber ich finde die Scheiße einfach nicht. Ja, du scheiß Dreckskarre. Leck mir doch die Eier, ey. Weh, wir müssen jetzt wieder zurückfahren. Ne, wir müssen... Falsche Richtung, ja, falsche Richtung. Leck mich doch einfach am Sack, Alter. Hier. So, warte mal. Ja, überfahr mich noch schön. Boah, ey, was ist das für ein Drecksrennen? Wie kann man einfach nur Regen bei einem Motorradrennen auswählen? Ey, der Typ ist doch bescheuert, ey. Guck mal, leck mich doch, Mann! Ey, warte, jetzt konzentriere ich mich, Freunde, komm. Jetzt konzentriere ich mich, das gibt's doch nicht. Ihr wisst ja normalerweise, dass ich gut fahren kann, aber so wie ich gerade fahre, ist ja echt erbärmlich, ey. Komm, ich will auf jeden Fall noch einen kriegen hier. Ey, wir werden gleich noch überrundet, glaube ich, Mann. Das wäre echt peinlich. Ja, so, jetzt fahren wir auch mit Bremsen und allem. Sag mal, Platz hier. So, jetzt läuft's doch wieder einigermaßen, ey. Komm. Ich will auf jeden Fall noch einen überholen. Ich will nicht letzter werden. Das soll unser Ziel sein, Freunde. Komm, durch die Lücke, Alter. Hier, schön, perfekt. Jetzt geht's weiter. Oh, das hat uns, glaube ich, guten Schwung gebracht. Komm. Jetzt wieder rechts. Komm, on. Wir fahren gerade echt gut. Komm, so muss es weiterlaufen. Dann kriegen wir vielleicht einen noch. Jetzt zack nach links. Komm, da vorne ist einer hängen geblieben, glaube ich. Den können wir kriegen. Neue, schnellste Runde. Das ist auch so ein Trick, Freunde. Wenn man die erste Runde langsam fährt und die zweite Runde schneller als die erste, dann kriegt man noch Bonuspunkte. Aber das war jetzt nicht mein Ziel. Ich wollte ja nämlich Erster werden. Ja. Dann kriegt man natürlich auch viele Punkte. Komm. Oh, jetzt kommen wir diese scheiß Kurve hier, ey. Rechtzeitig in die Bremse gehen. Und dann ab nach links. So. Jetzt sind wir wenigstens nicht von der Straße runtergefallen, ne? Boah, ich bin immer noch erkältet, Freunde. Diese scheiß Nase. Halsschmerzen sind schon besser geworden. Ich habe ein paar Tipps von euch wahrgenommen, die ihr in die Kommentare geschrieben habt. mit Honig, mit Milch trinken zum Beispiel. Aber das wusste ich auch schon vorher. Aber ich habe gedacht, dass das nicht so viel hilft. Aber ja, es hätte geholfen, auf jeden Fall.
Und dann habe ich noch gegurgelt mit Salzwasser. Und wir sind Siebter, Freunde. Wir sind Siebter. Perfekt. Wir sind nicht mehr Letzter. Aber wir haben noch mehrere Autos überholt. Habt ihr das nicht gesehen? Mehrere waren das auf jeden Fall. Alter, warum fahren die da alle in die Schluchten rein? Sind die besoffen, die da Auto fahren oder was? Komm, jetzt links, rechts meine ich. Position Erster, super. Warum verlassen alle das Spiel? Wollen mich verarschen? Hä, warum sind wir jetzt Position Erster? Juhu, wir haben es doch geschafft, Freunde. Ey, alle haben das Spiel verlassen, hä? Muss ich das verstehen? Alter, was ist denn jetzt los? Egal, wir fahren das Rennen noch schön in Ruhe zu Ende. Kriegen wir schön die Punkte. Aber ich verstehe nicht, warum jetzt alle das Spiel verlassen haben. Oh Mann, Alter. Jetzt knallen wir wieder irgendwo gegen. Och, Mensch. So. Aber im Regen Motorrad zu fahren, ist echt Amok, ja. Würde ich auch nicht immer, niemals in echt machen. Ich fahre ja sowieso kein Motorrad. Ich will, wenn, dann meinen Autoführerschein machen. Da bin ich jetzt gerade bei der Theorieprüfung stehen geblieben, Freunde. Theorieprüfung habe ich geschafft. Jetzt, oh, tut mir leid, jetzt muss ich noch Fahrstunden nehmen. Ich hab immer noch nicht die erste Fahrstunde genommen. Und nach der ersten Fahrstunde, dann geht es weiter mit den Fahrstunden. Und dann kommt halt die praktische Prüfung, wo es dann um den Führerschein geht. Ja. Bestimmt haben schon einige von euch den Führerschein. Ich will den auch haben. Dann kann ich schön endlich mal hier düsen und so weiter. Auf, wieso fahren wir bei GTA draußen? Nein, würde ich niemals machen. Alter, wie lange geht denn das Rennen? Warum alle, haben alle das Spiel verlassen? So, jetzt haben wir's. Oh, mach doch mal Platz hier, du Geier, ey. So, einmal links bitte. So. Alter, da kommt uns da so ein Motorrad entgegen. Und das ist schon direkt das Ziel, aber ich verstehe nicht, warum alle das Spiel verlassen haben. So. Wir sind durch im Ziel. Mal gucken, was da jetzt da steht. Wie viele Punkte und so weiter. Ja, wir sind Erster geworden. Ja, es war auch nur einer im Spiel. Oh Mann, ey. So. 15 Punkte, Rangpunkte 850. Super, läuft. Mittelfinger. Yeah. Bester Mann. So, Freunde. Dann würde ich mal sagen. Oh, meine Nase ist zu, ey. Schüsse im Club. Was ist das denn? Deathmatch, Alter. Im Stripclub. Ja, aber es ist ja keiner mehr da. Wir klicken erstmal auf den freien Modus. Ja, ich frage einfach nochmal rum, Freunde, ey, wie man diese scheiß anderen Spielmodi spielen kann. Das geht mir echt auf die Eier, ey. Kacke, Mann. Auf jeden Fall, Freunde, was das jetzt hier vom 5. GTA 5 Let's Play. Ich versuche beim nächsten Let's Play mich mal hier besser zu informieren. Ich habe schon vorhin versucht, aber es hat irgendwie nicht geklappt, ey. Auf jeden Fall hoffe ich, dass euch das Let's Play gefallen hat. Wenn ja, würde ich mich über ein Like freuen. Wir sehen uns dann übermorgen bei dem 6. GTA 5 Online Let's Play. Morgen kommt dann erstmal wieder schön die Kampagne. Euer Ernie ist raus. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Abend. Bis dann, meine Lieben. Haut rein und ciao.